Hallo und willkommen zu unserem Kurzguide zur Nebenmission 20 in Dragon Quest 11, der Kummer mit dem Kummerkasten. Dazu stehen wir in dem Obergeschoss der Akademie, und zwar im Wohnheim. Und diese Quest wird freigeschaltet, nachdem wir die grüne Kugel von Königin Marina in Nautica bekommen haben und zur Akademie aufgebrochen sind. Wir bekommen den Quest hier von Philippa. Und unsere Aufgabe ist es, ein gewisses Schulblatt zu finden. Und dazu gehen wir zunächst zu Klopfella, die sich auch in dem Obergeschoss hier befinden soll. Wir stehen jetzt hier bei Klopfella, das ist auf der Ostseite des Flures im Obergeschoss der Akademie. Und sie sagt uns jetzt, dass das gesuchte Schulblatt in den Horrorhorst gewählt worden ist. Dieser Horrorhorst befindet sich in der Champs Sauvage außerhalb der Akademie, und dafür müssen wir dort im Nordosten aus dem Ausgang rausgehen, um dorthin zu gelangen. So, wir befinden uns jetzt im Horrorhorst, und zwar nordöstlich des ersten Lagerfeuers, an das wir direkt kommen, wenn wir dieses Gebiet betreten. Und dort finden wir an der Stelle, wo ich jetzt stehe, ein Wegeschild. Und an der Rückseite dieses Wegeschildes ist dieses gesuchte Schulblatt, welches wir für die Quest brauchen. Deshalb packen wir es jetzt ein und gehen damit zurück zum Questgeber. So, wir sind zurück beim Questgeber und lesen ihm dieses Schulblatt vor. Und bekommen dafür als Belohnung eine Akademieuniform. Und damit wäre dann auch Nebenmission 20 aus Dragon Quest 11 abgeschlossen.